Die ist einfach in so einer Ecke. Oh, Mann. Herrlich. Jetzt kann ich mal lang. Arm kratzen. Mir muss dann was einfallen. Irgendwas mit A. Die Strecke ist so geil, aber der Endspurt ist so verschissen. Dass er hängen kann. Deswegen ist der verschissen, ja. Oh Gott, Gott, geht Gas. Na, ja, erste Runde. Muss ja nicht in der ersten Runde schon Top Secret fahren. Sondern nur wenn man erste ist und in der letzten Runde ist. Nicht so wie ich gerade, das war das negative Beispiel. Oh, kennt ihr das solche Sachen? Na, es gibt manche Kommentatoren. Na, Let's Player. Die reden ungefähr so. Ja, da kommt er schnell. Uff, da geht er richtig scharf in die Ecken. Und da kommt er. Ja genau, dann nimmt er einfach den Nitro-Boost. So, und er bleibt nächstes Mal in der Ecke hängen. Er fährt schief. Er kommt in die Schieflage. Er fällt sich fest. Und solche Leute. Es gibt solche Leute, ne? Wirklich. Die blitzen so in den Deck. Ich glaube, ja, aber ich verlinke auf den Channel. Ich weiß es nicht. Aber der ist wirklich komisch, der Typ. So, der ist. Ich weiß nicht, gar nicht. Aber der kommentiert wirklich so. Der macht zwar irgendwie drei Gameplays. Und ich wollte ja auch irgendwie drei Gameplays machen. Aber zuerst muss ich trainieren, also. Weil meine KD zurzeit bei MW3 wirklich. Auf der Xbox ist noch 7:19. Also wirklich. Ja, nicht, dass ich 90 Kills mache, 7 mal sterbe. Ja, 7 Kills, ich mache 7 Kills und sterbe mein 19 Mal. So ist das eher. Ja. Wow. Ja, ich bin immer noch Zweiter. What the fuck? Junge, was ist denn los mit dir? Na, ich denke, wir schon mal drauf. Lässt mich. Oh, die sind zurück zur Ecke. Alter, das darf doch nicht wahr sein, oder? 6 Sekunden hinter dem. Jetzt darf ich richtig Gas geben. Ja, genau, vielleicht. Konzentrier. Ich muss mich konzentrieren. Ernsthaft. Also, wenn man labert und so, ist das schon schwerer. Aber es macht natürlich auch ja, wieder Spaß an manchen Spielen. Die man eigentlich auch schon 3000 Milliarden 372 Mal durchgesucht hat. Aber trotzdem. Ja, wieder gerne spielen wollen. Wenn man die kommentiert, bringt das ja mehr Freude, finde ich. Und ich habe mir letztens. Ich habe letztens über das verrückteste Projekt nachgedacht, das es gibt. Also das wirklich vielleicht wenige Leute gemacht haben, weil das auch. Boah. Sehr riskant ist eigentlich. Falls man das guckt oder nicht. Zum Beispiel ein MMORPG. Ich glaube, ich habe das hoffentlich richtig ausgesprochen. Zu Let's Play. So wirklich ein Online-Spiel. Wo man auf Level steigt, Quest macht, blablabla. Was auch gute 500 Parts enthalten kann, wenn man, solange man Lust hat. Ja, boah. Ja, genau. Das hatte ich vor. Nur, boah, es muss halt gut geplant werden. Ein Spiel, das man vielleicht schon kann oder auch nicht. Boah, der fliegt hier um den Bänder, Alter. Fuck, was ist das? Da ist schon wieder dieser Audi. Nee, Potter. Egal. Komm. Ja, also so ein MMORPG
weiß nicht, was ich gerade auf boah, ausgesprochen habe. Dann zerbricht sich ja wieder ein Schützen. Lila benutzt auch irgendwie eine Abkürzung, oder? Ja, und ja, es ist wirklich so. Lila benutzt nicht mehr Abkürzung. Auch das gleiche Spiel für CD. Oder Blu-ray. Kann jemand die perfekte, das perfekt ausgesprochene Wort für Blu-ray? Ich denke mal nicht. Ich war ja wie scheiße hier. Mann, was ist denn das? Ach, das ist ein Print, verdammt! Das ist ein Rundfunk-Sieger. Geh jetzt, komm. An, schnell, ganz schnell. Schnell, 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 schnell. Gib Gas, mein Freund, gib Gas, gib Gas. Gib Gas, was ist los? Ja, der eine zieht uns davon. Der soll mal nicht so schnell sein. Oh Gott. Komm, 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 komm. Ey, jetzt, das ist voller Emotion, das Spiel. So, das packt mich die Emotion. Packt mich die Emotion. So. Oh Mann. Was ist los? Oh Gott. Die Allee finde ich eigentlich voll schön. Wenn man es eine Allee nennen kann, ja. Dann habe ich diese in Anführungsstrichen Allee. Schön. Oh ja, er hat einen Fehler gewonnen und das ist unsere Chance. Und wir nutzen die Chance. Das ist geil, Mann. Das ist geil. Jetzt habe ich nur die Führung verlieren. Tue ich aber gleich gegen einen Autofahrer. Aber nicht ein Doofkopf oder ein Doofkopf. Schreibt es mir in die Kommentare. Doofkopf oder Doofkopf. Schreibt. Du bist ein Doofkopf, oder? Du bist ein Doofkopf. Ja, es ist eine schwierige Entscheidung bei mir, aber was soll ich sagen? Ich kann nichts dafür. Dass ich ein Doofkopf bin. Wer mich überholt, ist noch einer. Ich war noch gegen einen LKW. Japs. Geschafft. Ja, genau. Verfolgungsstoff. Halt mir das nicht schon alles. Ich mache noch ein Sprint oder eine Radarfall. Aber das ist ja mehr als... Was ist da los mit hier? Ja. Maximal. Kaufrisiko. Schaffen wir. Boah, hat den Spoiler? Hat den Spoiler? Dachspoiler. Von dem Typen, oh, das war ein Ding, das war gebogen. Also, richtig sagen, aus. Eigentlich richtig stylisch aus. Wenn jetzt diese Strecke mal nicht glaube, dann freue ich mich irgendwie total. Weil ich diese Strecke total liebe. Mal auch abkürzen kann. Oh nein, man kann nicht abkürzen. Weil das ein verkackter Scheiß ist, Alter. Genau wie die Benzinpreise, obwohl ich kein Auto fahre. Was sind das für die Scheiß-Benzinpreise? Würde man an der Grenze wohnen, von Deutschland zu Polen, würde man ja an Polen tanken gehen. Nein, nicht, dass ich meine, irgendwie Polen ist richtig hyper billig und so. Nee, aber es, da fahren nicht so viele. So ein PKW, glaube ich. Ich weiß nicht, warum das so billig ist. Ich habe also nicht. Irgendwann habe ich halt nicht aufgepasst. Also, so, da bin ich wieder. Und weiter geht's mit dem Rennen gegen die Blacklist-Fahrer. Wir fangen mit einem Rundkurs an. Ja, genau. Wir fangen mit dem Rundkurs an. Ich hab einfach schon zum Unterschlupf geskippt, weil ich musste weiter speichern. Was war das denn? Boah. Naja, die sind jetzt auch wieder. Ich weiß nicht, was ich sagen kann. Aber
glaube ich, die Geschwindigkeit ist da auch schon ausgeschaltet. Aber es ist 240. Nein. Aber der wird hinten seinen Schritt nicht so schnell. Jetzt kann auch ein KI. Okay, ich kann nicht. Normale Fahrer wird nie so schnell aufholen. Da bin ich gerade mit meinem Finger gegen mein Mikrofon am Headset gekommen. Und hier. Komisch, komisch. Oh Gott. Ich sehe, wie der rutscht auch sehr stark. Ja, okay, die holen sich ein. Das ist nicht gut. Dieses Rennen habe ich richtig verkackt. Verschissen habe ich das. Wie verhilfe ich verschissen die Böse? Nein, 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 nein. Ich glaube an mich. Also das ist immer das Beste, immer an sich glauben. Wisst ihr? Das ist das Beste wirklich. Wenn ich sagen, irgendwie 14-Jähriger kann ich das nicht sagen. Ich glaube nicht, kann ich auch kann. Kann ich. Ich muss Mauer, musst du Mauer nicht glauben. Und da ich hier Fußball spiele, lass mich abonnieren, manchmal ein bisschen. Soll man auch nicht aufgeben und so. Bitte. Man hat sich selbst glaubt. Und dann läuft die Welt schon. Nach beiden Wegen. Warum gewalt mir hier ein Schleuder an? Was ist das? Hier ist so geraten da. Ich analysiere das mal. In der nächsten Runde. Warum kommen die eigentlich immer so schnell? Warum kommen die eigentlich so schnell fahren? Boah. Jetzt ziehe ich die ab durch die Abkürzung. Nee, doch nicht. Boah, wie schnell. Fuck. Dieser Audi TT, der ist sauschnell. Ich glaube, ich tue mir auch ein hoch, oder? Macht das nicht so aus, dass man nicht los ist. Ich weiß nicht. Wir sind schon mal gut, die Blackness aufgelegt. Ich muss schon Tuning-Teil sehen und erstmal die Freischalten, weil es wisst. Wisst ihr. Boah. Mann. Boah, gut. Ganz scharf in die Ecke gefahren. Nicht diese Fässer geschrieben. Was sieht der hinter uns aus? Kann das ganz schön Probleme sein. Ja, vielleicht gegen die Eltern gefährdet. Und wieder, wir fahren gegen so eine Ecke. Wir geben jetzt, jetzt müssen wir ins Gas gehen. Oh Gott! Nein! Was ist das? Sogar Dritter wurde ich. Fuck! Kackte Scheiben, was besprochen haben wegen Ölpreis und so. Ich weiß nicht. Ich glaube, das haben wir einfach mal so just for fun random gelabert. Naja, das ist das Letzte bei uns in der Klasse. Bei uns in der Klasse. Unsere Klassenlehrerin wirklich lässt sich von Scheiße. Sagt, was ist denn los mit dir? Und dann sagt sie, was redest du? Hast du für einen Akzent und so? In Bremen spricht man. Oh, jetzt ist sie ja ruhig. Egal. In Bremen spricht man Hochdeutsch. Bla bla bla. Jeden Scheiß, Alter. Die lässt sich echt abnehmen. Wirklich, du sagst, also du sprichst irgendwas an und dann diskutierst du immer 100 Jahre mit dir. Mensch, das ist echt perfekt zum Ablenken, wenn du echt keine Lust hast auf Unterricht. Nur, so ist es wirklich. Ha, richtig. Oh, du kleiner Kack, dieser Bastard. Das war ein Kopf. Emotionen, verstehst du? Du brauchst immer Emotionen. K9 heißt der. Warum heißt der gleich nicht K11? Voll unwitzig, dieser Witz. Das sollte auch nicht witzig sein. Mensch. Menschensfuckers. Komm. Gib ihn. Ja, genau. Abgezogen. Ooh, like a don't out. Spaß.
schon der nächste Sprint. Ein Rundkurs, egal. Ja, bis dann. Ich verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Part. Ciao.